Zwischen deinen Zeilen mit Nils Frevert. Nils Frevert macht in den frühen 90er Jahren mit seiner Band Nationalgalerie Rockmusik mit klugen deutschen Texten. Seit 1997 wandelt er auf Solopfaden und veröffentlicht alle paar Jahre ein Album. Das insgesamt sechste und aktuellste Album Putzlicht erscheint 2019. Moin Nils, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist und du hast was mitgebracht. Das ist groß. Ja, das ist ein Textheft von mir, eins von vielen natürlich. Darf ich mal reinschauen? Aber sehr gerne. Es ist also eins von der letzten Platte. Es ist jetzt kein aktuelles, dann würde ich dir das nicht geben. Geheim. Ja, genau. Und die Geschichte dabei ist, ich brauche das immer in diesem Riesenformat. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja schon... hier darf ich reingucken. Putzlicht ist ja schon raus, darf ich mal. Aber die Art und Weise, wie du eigentlich... Und zweitens, ich kenne nur Leute, also mittlerweile aufs Handy gesprochen, wenn mal eine Idee da ist. Mhm. Oder die haben kleine Bücher, dabei kenne ich auch. Das hat man nicht in der Hosentasche. Definitiv nicht. Und das ist auch schon die zweite, das ist Level 2 sozusagen. Sammeln tue ich überall, auch Handy, Schnipsel, irgendwelche Zettelchen. Und wenn dann ein paar Zeilen hier drin gelandet sind, dann wird das auch definitiv ein Text. Wann das landen heißt, die denn? Hast du sowas tatsächlich neben dem Bett aufliegen? Wenn ich so die erste Idee habe, so das wird jetzt ein Song. Also ich habe irgendwie eine Zeile oder zwei Zeilen und ich weiß, da ist eine Geschichte hinter. So, jetzt geht's los. Dann landen die hier drin und dann ist so das so die Basis. Da wird dann sozusagen dazu addiert, irgendwie hinzugefügt. Und deswegen ist es auch so doppelt, also in diesem Doppelformat, diesem großen, du siehst, ich kann nochmal ordentlich hin und her springen. So. Also ich habe dann zwar hier alles schon eigentlich mal fertig, aber ich habe hier nochmal ganz viel Platz, um alles nochmal genau zu überarbeiten und nochmal Und dann setzt du dich irgendwann konzentriert hin und haust alle diese Fitzel versucht. Also das Ding habe ich dann schon immer bei mir. Das habe ich immer in meiner Gitarrentasche mit drin. Das passt ganz gut da rein. Ich halte es für ein ungewöhnliches Format. Hatte schon zwei, drei solche Bücher hier, aber in der Größe noch nicht. Ich habe versucht, beim Texten auf digital umzusteigen, auf dem Rechner nur, und das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich brauche das irgendwie, das so zu sehen und dann nochmal so Radierer und so. Ich weiß nicht, ich bin eher so Typi anscheinend. Ich funktioniere so besser. Wenn wir schon bei alten Sachen sind und alten Methoden, da liegt noch was. Und das ist eine Kassette. Ja. Unser einer kennt das ja noch, aber ist das... Meine allererste Solo-Demo... Mein Demo-Tape, mein allererstes für meine erste Platte. Da habe ich mich mit beworben bei einer Plattenfirma. Alles aufgenommen mit meinem damals heißgeliebten Vierspur-Kassettenrekorder. Das heißt also, konntest Schlagzeug, Bass, Gitarre aufnehmen. Wenn du dann Gesang aufgenommen hast, dann waren die vier Spuren voll. Wenn du jetzt vielleicht noch eine zweite Gitarre oder noch eine Chorstimme aufsehen, dann musstest du die ersten drei Spuren auf die vierte spielen und dann konntest du die ersten drei wieder löschen und dann hast du nochmal drei Spuren gewonnen. Dann war aber alles in Mono. Aber es war toll. Die guten alten Zeiten. Naja, aber also, so, ja. Ja, ich finde es jetzt auch alles toll. Man lernt ja auch eine Menge dabei, glaube ich, tatsächlich, wenn man solche... Es hat seine Vor- und Nachteile, wie immer. Heute hast du, wenn du sagst, ich brauche nochmal 12 neue Spuren, dann machst du klipp, und dann hast du 12 neue Spuren. Ist auch super. Ist auch toll. Ja. Ich will auch gar nicht tauschen. Aber ich habe, glaube ich, zu meinem Vierspur-Rekorder ein innigeres Verhältnis gehabt als heute zu meinem Rechner. Ja, kann ich mir vorstellen. Der hatte noch so alte VU-Meter und so. Da strahlen die Augen. Ja, ist echt. Also ich habe das geliebt. Wir sind aber hier, um über Texte zu reden, nicht nur wie sie entstehen, sondern über konkrete. Und zwar der Typ, der nie übt. Ganz in Schwarz am Bahnsteigrand, Reisetasche in einer Hand, die andere zieht einen Verstärker hinter sich her in der Karre, auf dem Rücken eine elektrische Gitarre, wie bestellt und abgeholt. Der Veranstalter hofft, das wird heute Abend voll. Leute riefen sogar aus Wiesbaden an. Das sind 2,5 Stunden auf der Autobahn. Klingt nach Anfangszeiten. Ja, da war ich viel solo unterwegs. Also habe ich praktisch schon mal, ich habe ja noch mal ganz von vorne angefangen. Das war so Anfang der Nullerjahre, das Album hieß Seltsam öffne mich. Und da haben sich nicht viele Leute für mich interessiert. Das heißt, ich konnte es mir gar nicht erlauben, mit Band loszufahren. Dafür war überhaupt kein Budget. Also bin ich los alleine, solo, mit allem, was ich habe, in den Zug gestiegen und bin bis runter in die Schweiz gefahren. Und das war eine richtig gute Zeit. Also es war so Survival-Training im Grunde genommen, so eine Art. Und da ist halt genau auch dieses Lied entstanden, weil so war es auch.
wenn ich Glück hatte, weil ich hatte wirklich, war schwer bepackt, ich habe noch so ein Orange Hat dabei, das ist richtig schwer, der hatte ich noch im Rollkoffer und dann habe ich, da passte da noch eine Zahnbürste rein und noch Wechselwäsche und das war's. Und wenn ich Glück hatte, kam der Veranstalter und hat mich abgeholt mit dem Auto vom Bahnhof. Ja, wenn's. Ich würde das ausnahmsweise mal mit einem zweiten Text mischen, sozusagen die Geschichte, weil du hast noch einen anderen wundervollen Song, wie ich finde, auch über solche Anfangstage, und zwar den Song Zürich. Keine Gage, das ist klar, aber steht dir noch das Angebot mit der Schlafgelegenheit? Du wirst sicherlich verstehen, dass das unter diesen Umständen nicht mehr in Betracht kommt. Mit Gepäck und Gitarre in die Tram, draußen schüttet es wie aus Eimern, Richtung Jugendherberge mit der Linie 7 in den Aufenthaltsraum auf eine Runde Ping-Pong. Klingt, ich sag mal, im Nachhinein immer romantisch, aber was war da in Zürich? Der Abend war eine Vollkatastrophe. Es war Samstagabend in Zürich. Ich war mega happy, endlich in Zürich zu spielen. Und da ist beim Booking was ganz gewaltig schiefgelaufen. Das heißt, die haben mich da irgendwo solo reingebunden. Das entpuppte sich aber als so eine Art Restaurant im Grunde genommen. Das heißt, ich habe da aufgebaut und ich merkte, hier wird sich niemand für mich interessieren. Ich habe dann mit mir gerungen und ich habe das Konzert dann tatsächlich abgesagt. Ich habe dann dem Veranstalter gesagt, tut mir leid, ich bin sonst wirklich hart im Nehmen, aber das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Und dann hat der Veranstalter gesagt, nee, kein Problem, aber dann ist das Hotel auch, hat sich dann auch erledigt für dich. Und dann stehst du Samstagabend in Zürich, in der teuersten Stadt Europas, ohne Gage und brauchst ein Zimmer. Und dann bin ich da irgendwie mit der Straßenbahn raus irgendwie und habe mich da irgendwie in die Jugendherberge einquartiert. War ein Katastrophenabend und ist ein sehr schöner Song draus geworden. Ich wollte gerade sagen, der Song ist aber toll. Hat sich gelohnt, ja. Nochmal zurück zum ersten, der Typ, der nie übt, nur eine kurze Zeile. Hatte früher mal Autogrammkarten unterschrieben mit der Typ, der nie übt. Egal, was draufsteht, aber kannst du dich an deine allererste oder einzige, oder hattest du überhaupt Autogrammkarten? Ja, ich hatte welche in den 90er Jahren. Natürlich hattest du keine dabei, oder? Ich hatte welche in den 90er Jahren und das war eine andere Zeit und dann habe ich erstmal aus Prinzip keine gehabt. Weil ich das für irgendwie dekadent hielt, glaube ich, und für überflüssig. Blinken am Horizont. Findest du das lustig, mir einen Klingelstreich zu spielen in der Dämmerung des Abends deiner Beerdigung? Gut getarnt als Taube vom Dach gegenüber, dich aus dem Staub zu machen, ohne Telefonnummer. Ich würde dich gerne mal anrufen. Es wäre schön, wenn du mir schreibst. Eine Postkarte mit Grüßen aus dem Jenseits. Von einem Fischerboot im Sonnenuntergang. Du siehst mich blinken am Horizont. Man ahnt, worum es geht. Ja, das Lied ist tatsächlich, ich gehe sonst mit solchen Dingen nicht so gerne, also ich bin nicht so der Typ, der mit sowas hausieren geht, aber in dem Lied geht es tatsächlich um den Tod meiner Mutter. Ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, da nicht groß drum herum zu reden, sondern zu sagen, ja, darum geht es einfach, so, häng aus. Natürlich stehe ich auch nicht hier, ich will das auch nicht so unbedingt so allzu sehr vertiefen. Was ich immer noch sehr mag an dem, oder mir war sehr wichtig erstmal, dass das nicht so eine pathetische Geschichte wird. Das, denke ich, ist mir auch ganz gut gelungen. Ich hatte auch gewissen Abstand, also meine Mutter war schon 10 Jahre verstorben, als ich das überhaupt erst geschrieben habe, das Lied, weil ich immer dachte, das wird sonst nichts. Das wird sonst zu, weiß ich nicht, zu sentimental. Und ich wollte, dass es eher so ein bisschen, ja, jedenfalls nicht pathetisch klingt. Und ich habe in diesem Lied 2 Stellen eingebaut, wo ich so Schlagertexte zitiere. So, und da hat sich das irgendwie so ergeben, dass es so eine Technik wird von mir. Warum die Schlagertexterin? Weil deiner Mutter, weil über Schlager kommen wir gleich tatsächlich dann nochmal. Aber ja, in dem Fall geht es um die zweite Strophe. Eine Zeitlupengardin, Kneipenschlägerei am Morgen deines Geburtstags und dazu melodiert im Hintergrund die Jukebox durch das verrauchte, fahle Licht. Du kannst nicht immer 17, ich kann es nicht lesen. Oder du, kann, du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Genau. In dem Moment war es natürlich einfach nur so ein, das steht natürlich für einen Abschied nehmen auch von der Kindheit auch auf eine Art oder das für den Schritt, um erwachsen zu werden. Wahrscheinlich, ich denke, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der seine Eltern verliert, dass das einen auf jeden Fall etwas erwachsener macht. Ja, es gibt ja diese Theorie, der ich auch angehöre, sozusagen, man wird erst erwachsen, oder wenn man kein Kind mehr in dem Sinne ist. Also wenn die Eltern nicht mehr da sind, dann ist man, ansonsten ist man immer Kind. Ja, das ist, glaube ich, der buddhistische Ansatz, glaube ich, ja. Ich habe mich das früher mal gefragt, was soll der Quatsch, aber es ist tatsächlich ein bisschen was dran an dem Satz. Wie stehst du zu Schlager im Allgemeinen? Ich finde,
Ich finde, es gibt guten Schlager und schlechten Schlager. Es gibt ja Leute, die laufend die rennen schreiend davon, wenn sie das Wort Schlager nur hören. Ich finde, es gibt gerade so in den 70er Jahren Schlager, den ich eigentlich eher unter dem Begriff Chanson einordnen würde. Ne? Also ich bin Fan von Udo Jürgens, von Hildegard Knef. Also es gibt, ich finde auch eben, du kannst nicht immer 17 sein, ist als Text eine Bombe. Also das musst du erstmal so, denn, und das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Ne? Also das ist dann dieser Umkehrreim. Also ich mag sowas. Also ich kann mit sowas sehr viel anfangen. Es gibt kein Bargeld mehr, keine neuen Scheine aus der Wand. Die Leute stehen umsonst in kilometerlangen Schlangen an. Jetzt zählt nur noch Schmuck und Gold. Jeder überlegt sich, wen er noch umbringen wollte. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen um mich, um deinen Schneidezahn, den oben links aus Diamant. Das klingt nach Weltuntergang. Ja, das ist ein Endzeitschlager. Also die Musik ist auch noch dementsprechend. Ne? Da. Ja. Das war meine erste Single auf meinem ersten Soloalbum. Und ich war vorher in den 90er Jahren, ich habe in einer Rockband gespielt. Und dann habe ich dieses Soloalbum rausgebracht und die Plattenfirma sagte, dass die Nummer ist ein Hit, die bringen wir als Single raus. Und ich dachte, ja, okay. Und dann haben die das so auch an so Indie-Rock-DJs verschickt und die haben denen natürlich einen Vogel gezeigt und sagen, was wollt ihr denn jetzt, was wollt ihr, was will er denn jetzt? Und dann macht er jetzt Schlager oder was? Und ja, also da habe ich tatsächlich so solo erstmal so tatsächlich meine da mich ausgelebt. So. Aber es hat erstmal niemand verstanden. Hat die Leute verwirrt. Du kommst von der Nationalgalerie sozusagen und dann kommt er mit dem Schlager um die Ecke. Ja. Nils, was los? Ja, naja. Ist aber immer noch ein Hit, das Ding. Also ist jetzt gerade so in den letzten Monaten, gerade in der Zeit der Pandemie, irgendwie nochmal nach oben gerutscht. Ernsthaft? In den Playlists. Ja, also klar. Man merkt das an, ja, die Zeit logisch, tatsächlich passt ja dann jetzt dazu. Weil es ist schon ein Untergangsszenario. Aber die Diskrepanz ist natürlich wirklich, dieser fröhliche Rhythmus sozusagen, das ist das tatsächlich Richtung Schlager und dann ein sehr eher düsterer Weltuntergangstext. Warum? Warst du selbst in der Phase damals so oder wolltest du konkret einfach nur den Gegensatz haben? Naja, also ich finde jetzt, heile Weltschlager interessiert mich nicht. Sondern natürlich wollte ich so diesem Weltuntergangsszenario dann irgendwie so musikalisch was entgegensetzen. Das ist ja auch das, was ich an Hildegard Knef mag. Das ist ja nicht, weil sie nur von Romantik und von heiler Welt singt, sondern wenn du dir die Texte von Hildegard Knef durchliest, die sind ganz schön düster. Also das ist ganz schön dunkle Welt, die sie da beschreibt. Nur du merkst es halt nicht, weil die Musik so leicht ist und weil es halt so gut verpackt ist. Wobei, das ist auch eine schwierige Definitionssache, glaube ich. Wo fängt Schlager an, wo hört Schlager auf? Hildegard Knef ist das ja schon eher Adamo, damals auch immer. Das war, ist auch kein richtiger Schlager immer. Das war ja auch schon ein Chanson, mehr oder weniger. Da sind so die Grenzen, finde ich. Aber den richtig heile Weltschlager und auf der Alm ist das Leben am schönsten. Da stehe ich auch nicht so drauf und den finde ich auch heute nicht so toll, aber du kannst natürlich auch heute diskutieren, wo fängt Schlager eigentlich auf und es gibt ja auch so einen Grenzbereich zwischen Schlager und Pop, der sehr erfolgreich läuft heutzutage. Wir kommen einfach mal, bevor war ich immer noch die Musik. Bist du über deinen Schatten aus den Schienen gesprungen? Bist du auf falschen Füßen aus der Kurve geflogen und du traust deinem Gefühl nicht mehr über den Weg? Jede Phase geht vorüber und auch dein Mut verließ dich, also lässt du einfach los und hinter dir die Klinke fällt in dein Schloss, in ihr Schloss. Worum geht's? Und zwar also, der Titel, wie gesagt, heißt immer noch die Musik. Ich sag's dir ganz kurz, weil ich es vorher gesagt habe, sobald ich diesen Spruch höre, muss ich immer an den Film Absolute Beginner denken. Du kennst ihn? Ja, klar. Genau, das ist ist ein Klassiker. Naja, es ist natürlich, das ist durchaus eine Liebeserklärung an die Musik. Mir wurde das bloß erst während des Schreibens klar. Also, weißt du, in diesem großen Heft, irgendwann merkte ich, ich hatte den Text angefangen und da ging darum, dass ich irgendwie gerade nicht so, der Welt nicht so, da nicht so reinpasse. Und eigentlich ging es in dem Text erstmal darum, ja, und die Musik, da ist immer noch die Musik und der werde ich auch nicht so gerecht. Irgendwie, ich kriege es nicht so richtig hin. Und dann schrieb ich weiter und dann merkte ich plötzlich, nee, die Sache dreht sich gerade. Das ist gar nicht, sondern du schreibst dir eigentlich darüber, dass du die Musik liebst und dass du es liebst, Musik zu machen. Und dass die dich gerade aus diesem Loch rausholt, aus dem Tief rausholt. Das ist so, manchmal schreibst du, aber du hast das Gefühl,
also ich übertreibe jetzt, aber dass so jemand anderes dir noch so ein bisschen die Hand führt beim Schreiben. Also ich glaube ja daran, dass ein Song und auch ein Text so ein Eigenleben hat, dass der sich irgendwann auch auf eine Art auch selbst schreibt. Also ich bin zum Beispiel nie jemand, der mit einem Thema anfängt. Ich setze mich nie hin und sage so, heute schreibe ich mal über das und das Thema. Das würde bei mir nicht funktionieren, sondern ich sammle, ich schreibe und so nach so ein paar Zeilen merke ich. Woher weißt du denn dann in deinem Buch, wenn du da, du hast 3 Zeilen aufgeschrieben, woher weißt du denn, dass die nächsten 4 Zeilen, die dir einfallen, dazu kommt oder vielleicht 3 Seiten weiter? Du musst da schon irgendein Thema dann... Weil der mich so beschäftigt dann, der Satz. Also das ist... Ich merke sogar daran, dass ich eigentlich sage, mal, kann ich das jetzt bringen, wenn ich erstmal darüber anfange. Wenn ich so einen Satz habe wie, ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn es nicht meine ist. Und du, dieser Text, diese Zeile, die rotiert in dir, dann fängst du irgendwann automatisch an. Das ist dann dein Chorus. Auch wunderschöner Text und wunderschöner Song. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, schön, schöne Zeile. Ja, merci. Nee, aber das heißt... Weil das klingt ja für mich ja schon nach relativ geordnetem, also habe ich es aufgefasst, eine Idee und alles, was dazu passt, kommt dazu. Aber das scheint ja dann nicht so der Fall zu sein, sondern du guckst mehr oder weniger, hast dann Bausteine und wer könnte jetzt aber mal doch dazu passen und dann hast du ein Überthema erst. Na, wenn sich so 3-4 Zeilen durchsetzen und ich merke, die gehören zusammen, dann ist das, ich vergleiche das gerne mit so, jemand will eine Burg stürmen, ne? Also ich sag mal so, Ritter wollen eine Burg erstürmen, die haben dann diese Wurfteile, die sie da so mit Haken dran, die werfen sie nach oben und dann bleibt das oben in dieser Burgmauer hängen und dann fangen sie an, sich so hoch zu hieven an dem Seil, das da dran hängt. So arbeite ich. Das heißt, ich werfe erst so eine Kralle irgendwo hin und dann ziehe ich und raub mich ran. Der Poesie. Tja, oder so. selber Song, wenn die Sache dir zu nahe geht, wenn dein Herz in Schutt und Asche liegt, ist da immer noch die Musik. Wenn dir jemand ist, der dich unterkriegt und der Regen keinen Bogen biegt, ist da immer noch die Musik. Wenn die Sache dir zu nahe geht, dann hilft dir die Musik. Ich finde aber, dass die Musik dir auch genauso gut dich noch weiter runterzieht. Also in Trauerfällen, in Trennungsgeschichten gibt es genau die Songs, die solltest du vielleicht besser nicht hören. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht nur um Gloomy Sunday oder wo dann so viele Leute sich umbringen oder sonst was alles, sondern den Song, du hörst, The Smiths ist ein schöner Popsong, aber dann crasht der Double-Decker-Bass into us und du hast die Kraft, dann ist es nicht toll, die Musik, die da hilft dir dann einfach nicht, finde ich. Du hast total recht und das habe ich auch jetzt schon öfter gehört zu diesem Song. Dann ist Musik eben Begleiter. Ne? Also die Musik ist Begleiter in guten und in schlechten Zeiten. Also du kannst dich natürlich, wenn es dir gut geht, geht es dir mit Musik noch besser. Ja. Ich kann Musik aber auch unheimlich gut natürlich an schwierige Zeiten erinnern oder an so eine dunkle Phase wieder erinnern. Aber ich glaube, dass sie trotzdem auch immer auf deiner Seite ist. Also das ist das, was mir Leute so gesagt haben. Also dass es wirklich eben Musik gibt, die einen zwar so durch das Tal begleitet und dann irgendwo auch so ein Wegbegleiter ist und der immer an der Seite ist, auf den man sich verlassen kann. Glaube ich auch, aber wie gesagt, auch die eigene Erfahrung sagt mir dann, man ist ja auch so blöd, also ich zumindest war so blöd, dann hört man natürlich auch genau in my room und das macht es nicht besser dann in dem Moment. Das ist also, deswegen solche Zeilen, dass Musik immer toll ist, sie ist auch immer toll. Aber bist du jemand, der immer bewusst Musik hört oder hast du auch Radio gedudelt zu Hause oder bist du auch mal, wenn du zu Hause bist, hast du immer Musik an? Nein. Ich kenne Leute, die haben nie Musik an, die hören nicht mal das Radio, also eine Person. Also ich höre grundsätzlich Musik nur beim Bügeln und beim Kochen und dann allerdings auch beim Laufen, beim Sport. Das sind so meine 3 Momente. Aber ansonsten, ich kann überhaupt nicht ertragen, wenn ich irgendwo bin und es läuft Musik im Hintergrund. Ich kann das nicht, ich muss dann immer hinhören, ich höre zu. Ja, und genau, ich kann mit dem Gespräch nicht mehr folgen, geht gar nicht. Aber setzt sich da manchmal ein neues Album von irgendwem, du wirst ja auch irgendwelche Künstler sehr mögen, ja. Holt man sich, ja, das neue Album ist da und man setzt sich hin und liest die Texte, also man dann schon konzentriert. Ja, aber klar. Du bist keiner, der nebenbei immer ständig, also laufen kann ich auch noch verstehen. Bügeln kann ich nicht. Jetzt muss ich wieder umswitchen, weil ich das nach vorne ziehen wollte. Muscheln. Freitag der 14., ein Monat mit R. Schnee lag auf der Lauer, es war ein verregneter Winter. Und kurz vor Ladenschluss, der Verkäufer meinte noch, lassen Sie die Tasche offen, damit die Tiere Luft bekommen. Als ein Auto von der Seite über die Straße schleuderte und die Muscheln lagen verstreut und atmeten und von dem Himmel her seufzten die Geigen. Was ist da los?
Ja, es ist ein typischer Fall. Also ich arbeite manchmal so, dass ich zwei Geschichten zu einer vermische und dann eine völlig neue entsteht. Tatsächlich kam ich vom Muscheln kaufen auf dem Fahrrad und es lag aber ein sehr guter Freund von mir im Krankenhaus, und zwar, der war sehr, sehr schwer gestürzt und der lag im Koma und der kämpfte um sein Leben. Und ich hab's aber nicht, ich konnte darüber nicht schreiben, aber ich habe dann irgendwie diese beiden Momente zusammengemischt und habe dann praktisch ein Lied geschrieben aus der Sicht einer Person, die im Koma liegt. Wahrscheinlich, um mich irgendwie ihm anzunähern, konnte ich nicht über ihn schreiben, sondern habe dann seine Position eingenommen und sozusagen über einen Autounfall, Fahrradunfall geschrieben, der passiert, während man auf dem Fahrrad vom Fischmann nach Hause fährt. So schnell geht's. Blöder Spruch, blödester Spruch, aber das ist einfach, man wird trotzdem sich nicht jedes Mal von jedem verabschieden, als wäre es das letzte Mal, wird nicht funktionieren, aber ich finde es immer wieder erstaunlich. Und es endet der Song mit Komm, hey, komm auf die Beine. Ist er auf die Beine gekommen? Mm-mm. Also nie wieder richtig so. Und er ist auch ein paar Jahre später verstorben. Ein Quadratmeter Regenwald. Eigentlich wichtig, da gar nicht so viel zu vorlesen. Der Text ist auch da, aber weil die Geschichte dazu. Es war eine Auftragsarbeit. Ja, tatsächlich eine Auftragsarbeit, und zwar hohe Kultur. Bertolt Brecht, ich weiß nicht, ob das sein 100. Geburtstag war, er ist in Augsburg geboren. Ich dachte gerade, du fragst mich, ob du weißt, wer das ist. Also ich glaube, es war der 100. Geburtstag. Die Stadt Augsburg lädt ein, verschiedene Künstler ins größte Theater. Jeder tritt auf, und die Bedingung war, jeder sollte einen neuen Song im Geiste Bertolt Brechts schreiben. Das, also Deutschleistungskurs. Und ich habe dann gedacht, naja, Brecht, weil, ne, so, das ist ja wirklich auch ein das ist ja ganz, ganz große Kunst. Und dann dachte ich so, Regenwald, das passt doch da irgendwie rein. Und dann dachte ich, ja, ein Quadratmeter Regenwald, das könnte doch irgendwie in die richtige Richtung gehen. Und dann habe ich allerdings da so eine Geschichte draus gebaut, dass jeder auch irgendwie aufpassen muss. Niemand bekommt dich zu retten wie ein Regenwald oder ein WWF-Tier. Dass es halt darum geht, dass man aufpassen muss, dass man nicht anfängt zu denken, dass die Welt sich gegen einen verschworen hat. Also dass man irgendwie möglichst immer klar bleibt und nicht irgendwie anfängt zu denken, die Welt hätte sich gegen einen verschworen. Wie war der Abend? Der Abend war, also bei mir wurde so ein bisschen, es wurde geklatscht schon, aber auch ein bisschen fragend geguckt. Es war tatsächlich lustig, weil die waren diverse Kollegen, die jetzt auch nicht alle hier genannt werden wollen, aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Die einzigen, die sich wirklich die Arbeit gemacht haben und einen kompletten neuen Song geschrieben haben, das waren Nils Kopruch und ich, also die Hamburger, haben dann so protestantisch ihre Pflicht erfüllt. Und ich weiß noch, Nils hat gesungen darüber, dass Bertolt Brecht in einen Hutladen geht und sich einen neuen Hut kauft. Und dann kam ich und dann haben wir uns die Gage abgeholt. Ja. Wie schwierig war das für dich, sowas wie eine Auftragsarbeit? Das fand ich ja, total schwierig, aber es war dann toll. Und dann dachte ich, Mensch, den Song tue ich auf meine nächste Platte, dachte ich hinterher. Und der ist bis heute jedes Mal in der Setlist wieder drin. Ich kriege den nicht raus. Ist auch ein toller Song. Ja, ich liebe den auch. Und der ist irgendwie hat er sich durchgesetzt. Da möchte ich mit dem Ende des Songs auch dieses Gespräch beenden, weil wir sind schon so weit. Es endet, so ist das Leben, so läuft das Business. Und ja, es hat auch durchaus was Hassenswertes. Was hat das mit Brecht zu tun? Ja, nun, deswegen haben sich die Zuschauer wahrscheinlich auch gefragt da im Theater. Aber mach das mal, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich mach das die, nicht. Die Aufgabenstellung war... Das überlässt den Hamburgern. Da bin ich immer noch die Spur, ich lebe nur hier. Das Lustigste war, ich fand das sehr lustig, Johanna Zeul, das ist eine Singer-Songwriterin aus Berlin. Die berichtete, die sang darüber, ich sitze hier im Deutschunterricht und wir behandeln Bertolt Brecht, ich will aber eigentlich lieber draußen am Schulhof einen kiffen. So, das fand ich auch noch ganz... irgendwie auch gut getroffen. Ich hoffe, ich nächsten Monat mit ihr darüber reden. Ja, kannst du mal nachfragen, ob sie sich daran erinnert. Vielen Dank, dass du da warst. Du gehst aber zum Glück auch nicht, ohne uns noch ein Stück zu spielen. Danke für die Einladung. Ich konnte nicht schlafen,
Leuchtreklamenlicht. Die Vögel oben anzusingen, als du zurückriechst von der Nachtschicht, sonniger Morgen. Barfuß im Park, das Rauschen der Blätter, Wind in deinem Haar. Hast du eine Idee für mich, worüber ich schreiben kann? Sing doch einfach nur einmal über das Schöne, sonniger Morgen, barfuß im Park, das Rauschen der Blätter, Wind in deinem Haar, sonniger Morgen, barfuß im Park, das Rauschen der Blätter, Wind in deinem Haar. Und ich seh keine dunklen Wolken mehr, kein dunkles Wolkenmeer. Ich seh keine dunklen Wolken. So geht doch, ich glaub, das wird mir gefallen. Aber müssen später weiterreden. Hier ist auf der Intensivalarm. Sonniger Morgen, barfuß im Park, das Rauschen der Blätter, Wind in deinem Haar. Sonniger Morgen, barfuß im Park, das Rauschen der Blätter, Wind in deinem Haar.